Alle 2 Jahre kaufen sich die Deutschen ein neues Handy. Das alte landet dann meist in der Schublade oder sogar im Restmüll. Für den Müll- und Rohstoffexperten Stefan Geht ein unhaltbarer Zustand. Die Hightech-Metalle werden knapp. Auf der Handyplatine sind davon zwar nur ein paar Milligramm, doch die Masse macht's. Dieses Handy ist ein Rohstofflager. Diese Platine enthält Gold, sichtbar, wie man es hier sehen kann. Aber was machen wir? Wir schöpfen es nicht aus. Wir holen uns das Gold nicht wieder zurück, weil wir haben nicht den Wert eines Rohstoffs in unseren Produkten manifestiert. Wir haben ihn nicht in unseren Köpfen. Wir wissen etwas über unseren Spritverbrauch vom Auto. Aber wie viel Rohstoffe in einem Handy sind, wissen wir nicht. Handys werden in Europa bislang von 3 Firmen recycelt. Sie interessieren sich vor allem für das Gold- und den Kupferanteil. Um an die Metalle zu kommen, werden die Handys zerkleinert und eingeschmolzen. Diese Technik könnte auch bei den Hightech-Metallen funktionieren. Doch es fehlt bislang an technisch ausgereiften Verfahren und Erfahrung. Aber nicht nur in den Handys, sondern in unserem gesamten Elektroschrott steckt ein enormes Kapital. Allein das seltene Metall Indium, das für die Produktion von Küchengeräten, Bildschirmen und Touchscreens benötigt wird, könnte bald so viel wert sein wie Gold. Denn in 10 Jahren sind die natürlichen Indiumressourcen erschöpft, die unseres Mülls allerdings nicht.